Ja, super, das war's. Wirklich, 100%. Narzissengipfel. Und ich gehe schon wieder in den Level rein, ohne eigentlich irgendwie großartige Karten zu haben. Also, ja. Eigentlich gehöre ich dafür jetzt mal richtig gedisst. Wenn man einfach nicht mitdenkt und einfach wieder drauf losstürmt. Das ist wieder typische. Oh, da ist ein Toad. Willkommen am Fuße des Narzissengipfels. Dem Heim des weisen Toads. Weiser Toad? Der heißt doch bestimmt so, weil er immer alles genau weiß, oder? Beim Regenbogen, hast du gehört? Wenn der wirklich so schlau und weise ist, kann er uns auch sagen, wo wir die Farbsterne finden. Auf zum Gipfel! Lass uns dem weisen Toad Hallo sagen. Netter Versuch, aber ohne Kraxelerlaubnis kommst du an mir nicht vorbei. Hinter dem Tor rechts bekommst du zum Häuschen des Eigenbrödler-Toads. Da gibt's die Erlaubnis. Ich will mal nicht so sein und mache euch das Tor auf. Ja, ist freundlich, dass der nicht so sein will, also. Fett merci, fettes Danke. Kommen wir hier alles zusammen. Okay, hier geht sonst nichts. Ja, gehen wir mal zu dem Typen da rein. Was sind wir denn bloß hier gelandet? Hier ist es ja ziemlich finster. Ist das da etwa der Eigenbrödler-Toad? Den der Todwächter meinte? Hoffentlich ist seine Stimmung nicht genauso finster. Ah, hallo. Brauchst du eine Kraxlerlaubnis? Ja, bitte. Wir wollen auf den Narzissengipfel und den weißen Tod besuchen. Verstehe. Mir ist heute nur so überhaupt nicht nach Arbeiten zumute. Ich bin Opfer von Vandalismus geworden. Man hat in meinem Häuschen eingebrochen und die Farbe geklaut. Nun stehe ich unter Schock und bin vorerst krankgeschrieben. Ach, du grüne Neune. Diese farblosen Flecken hier drin ziehen einen echt runter. Jetzt bin ich ganz traurig. Jetzt sieht er aus wie Merkel, hä? Na stimmt, der Tod. Seht euch mal den Mundwinkel und die Augen von Tod an. Der ist doch mit Merkel verwandt. Ach Mario, ich fange gleich an zu heulen und melde mich auch krank. Können wir dem Häuschen nicht einen neuen Anstrich verpassen? Ja, natürlich. Müssen wir ja sowieso, also von dem her. Es ist wieder schön warm hier. Oh, viele Münzen. Machen wir den Riesenfleck hier noch. So, wie kommen wir jetzt da hoch? So, oder? Ja, logisch. Perfekt. Also wenn jetzt noch was zu reklamieren hat, dann weiß ich auch nicht. Hier gibt es immer noch Flecken ohne Farbe. Menno. Dem Eigenbrödler kann man auch nichts vormachen. Wir müssen wohl weiter nach weißen Flecken suchen. Wo denn bitte? Mein Gott. Unterm Teppich. Wie kriege ich den Teppich weg? Ah, so, okay. Hier verstecken sich immer noch farblose Flecken. Wie fies. Nützt ja nichts. Lass färben. Wo denn bitte?
Der Lampenschirm vielleicht. Nee. Warum leuchtet denn das, wenn ich drauf hau? Da ist irgendwas drunter. Keine Ahnung. Gehen wir mal raus hier. Hier draußen ist ja nichts, oder? Man kann irgendwo rumlaufen. Nee, hier ist. Nee, geht nicht. Glaube ich mal. Nö. Hier unter dem Boden, also die unter der Kiste meine ich, sieht der Boden so komisch aus. Ach so, hier geht's raus. Ich glaube, es knickt. Da ist's ja. Ein Entfaltungsblock. Wenn du an einen Entfaltungsblock haust, kannst du Dingen zur Entfaltung verhelfen. Aber nur kurz. Solange deine Entfaltungskraft aktiv ist, hau einfach mit dem Hammer auf alles mit einem Entfaltungszeichen. Da fällt mir ein, haben wir das Symbol nicht irgendwo in dem Häuschen gesehen? Weiß ich nicht. Ja, und das soll ich schmecken. Oh, das ist mein Lieblingsstuhl. Die Rabauken haben daraus einfach gefaltetes Kleinholz gemacht. Tada. Tada. Nicht schlecht, Mario. Du kleiner Entfaltungskünstler. Und die Farbe, sie haben sie auch geklaut. Unglaublich, wozu diese Schufte fähig sind. Ja, lass mich doch jetzt, hör auf zu reden. Lass mich arbeiten hier. Ja. Ist. Hey Bruder, komm, ist alles okay. Juhu, mein Häuschen. Ich kann es nicht glauben. Mario, dank dir und deinem Kumpel ist die Farbe in meinem Häuschen zurückgekehrt. Nicht nur in mein Zuhause, auch in mein Leben. Das schreit nach einem Dankeschön. Bitteschön, eine Kraxellaubnis, die kostet sonst ein halbes Vermögen. Aber du hier, die hier geht aufs Häuschen. Ja, perfekt. Brillant, danke sehr. Schön, dass wir helfen konnten. Mir geht's auch wieder besser. War ja leicht. So, dann gehen wir jetzt zurück und kraxeln mal hoch zum weißen Toad. Guck an, eine Kraxelerlaubnis. Und das, wo der Einbrüder Toad doch noch seltsamer geworden ist. Auf dem Gipfel wartet dich der ehrenwürdige Weise. Der Bergpfad ist freigegeben. Guten Aufstieg. Vermutlich alles durch eine Röhre, dass ich gar nichts mehr machen muss. Oder auch doch nicht. Boah, ich bin so ein Idiot. Ich zwei von denen. Hammer und Hammer.
Ja, da hat es nicht ganz gereicht, schade. Das ist schade. Was nehmen wir jetzt? Ja, die Blume ist zu kostbar, finde ich jetzt mal. Aber ich habe so viel von denen. Ach komm, ist ja egal. So, ballen wir ihn einfach weg. Vielleicht bekomme ich jetzt noch eine Karte von dem. War leider nicht. Aber ein bisschen was für einen Hammer habe ich bekommen. Ist ja auch gut. So. Gut, hier ist nichts mehr. So, hier färben wir auch noch ein. Kurz einen Schluck trinken noch. Gut. Weiter geht's. Ja, komm her. Okay, der erste steht, der andere springt, fliegt. So, nehmen wir hier den Hammer, hier den Schuh. Und färben wir das alles mal ein und weiter geht's. Ich hab A gedrückt, Kollege. Was soll der Scheiß jetzt? Komm, ich nehme eine Feuerblume. Aber so viele von denen, wie gesagt. So, es müssen jetzt hoffentlich beide gewesen sein. Nein, nicht mal, nur einer. Das läuft eh gut. Ein Stachy kommt auch noch, cool. So, jetzt müssen wir mal schauen hier, was machen wir? Dann nehmen wir das hier. Den zweiten nehmen wir das hier. Gut, Farbe habe ich auch bekommen, also es hat sich schon rentiert. Es hat echt nicht gereicht. Das war jetzt einfach viel zu früh, jetzt habe ich es verkackt. Naja, ist ja egal. Ich kann dir eh Mäuse melken mit, ohne Scheiß. Das ging viel zu schnell jetzt. Das ging viel zu schnell. Das habe ich echt voll verschissen. Ach, ich nehme den Schuh, für den habe ich auch doch noch ein paar. Nein! Boah, ich bin so ein Idiot. Ich sollte einfach mal mitdenken jetzt. So. Jetzt denke ich aber mit. Bin gespannt, ob ich noch mehr Kartenplätze bekomme. Als zwei. So drei oder vier vielleicht. Ich hab doch gewusst, ich habe hier ein Fleck gesehen. Da komme ich vermutlich nur von oben runter. Okay. Hier ist dunkel. So, diesmal werde ich nicht springen. Nein, es war wieder viel zu früh.
Aber ist ja egal. Hat geklappt. So, wie komme ich da runter jetzt? Und dann nach hinten, meine ich. Komm da. Ne, hier geht's nicht durch, oder? Ne, gibt's nichts. So, stopp. Habe ich was gesehen? Bin mir aber nicht sicher. Nein. Ja, komm. Da zieht er wieder hoch. Okay, hier nehme ich das hier. Und im zweiten nehme ich das hier. Was ist los? Irgendwie funktioniert das gerade nicht so wie erwartet. Oder wie gewohnt. Ne, man kann es nennen, wie man will. Hier ist noch ein Fleck. Das ist ein Toad. Hallo, vielen Dank für die Hilfe, Mario. Ich war auf der Suche nach dem weißen Toad, aber dann haben mich diese Shy Guys platt gemacht. Und jetzt kommt's. Den weißen Toad habe ich auch nicht gefunden. Vielleicht ist er ja auf Fortbildung. Auf Fortbildung ist er, okay. Du bist sicher schlau. Der ist sicher auf Fortbildung. Okay. Nein! Ach, Schwein gehabt. Kommt der zweite auch noch dazu? Okay, hier. Ich muss mal was von den Lebenspilzen weghauen, weil ich hab da einfach zu viele. Ich hab da viel zu viele aktuell. So, ja, ich hatte 40 Leben. Und ich habe A gedrückt, nur fürs Protokoll. Jetzt bin ich mal gespannt, was der macht. Sehr, sehr mager. Achso, aber er hat mich beschützt. Ist auch cool. So, jetzt bin ich gespannt. Was ich durch das Kartenrad bekomme. So, sortieren. Wo ist es das? Ich habe gar nichts bekommen. Wo... Hä? Was soll denn der Käse? Das Item, das ich gewonnen habe, habe ich nicht bekommen. Verstehe ich jetzt nicht. Ja. Die anderen sind ja vorher auch nicht so weit geflogen. So, jetzt probiere ich das Kartenrad nochmal.
Karte erhalten. Jetzt habe ich es bekommen. Komisch. Aber es bringt mir ich. Na, ich habe keine Karten mehr für fliegende Gegner. Na, du mich auch, mein Freund. Du mich auch. So, das brauche ich nicht. So. Nehmen wir die hier. Und weg ist er. Gut, kann man hier in Ruhe weiter einfärben hier. So, aber bevor ich weiter hochgehe, will ich eigentlich weiter runter. Halt wieder runter wegen den anderen Flecken. Moment, jetzt nicht deine Flügel verloren, muss man da raufspringen. Ist doch scheiße. Okay. Brauch wieder das Kartenrad. Karte erhalten. So. Dann holen wir uns immer runter hier. Also halt, wenn wir auf die Erde zurückholen, ihr wisst, was ich meine. Mit runterholen. Nein! Ah, hat doch funktioniert, passt. So, wunderbar. Oh, hier ist ein Rettertod. Hoch! Was ist passiert? Uff, ich bin von einem Felsen gefallen und habe mir das Bein umgeknickt. Sieht nicht gut aus. Mal sehen, ob wir da was machen können. Aua, das war nicht mein Bein. Pass doch auf mit dem Ding. Okay, dann fahren wir zuerst hier hin. Weil das jammert nämlich nicht so rum wie du. Oh Mario, du hast mein Bein geheilt. Vielen Dank. So eine Heulsuse hier. Na komm. Gleich drei jetzt. Okay. Gut, dann machen wir es wieder mit dem Kartenrad. So, hier Schuh, hier Hammer. Da wir nur zwei Karten haben. So, Nummer Uno ist weg. Das hat nicht ganz gereicht. Aber das Blocken hier ist wesentlich einfacher, wenn es funktioniert, als in den alten Spielen. Aber ja, es sollte eh schon bekannt sein. Ich habe echt nichts für den fliegenden... Hau mich tot hier. Für den fliegenden Cooper. So, den haben wir hier. Dann den Schuh hier. Dann geht's auch schon weiter.
Und voll daneben. Richtig daneben. Perfekt. Jetzt haben wir das hier auch. Achso, hier komme ich ja gar nicht mehr weiter hoch, genau. Gut, dann geht's hier nach hinten. Dann gehen wir hier rein. Okay, hier können wir nicht runterfallen. Hier haben wir alles eingefärbt, dann geht's weiter. Okay, hier gibt es ein Loch, in dem ich nicht reinkomme. Ausschneiden kann ich hier nichts, nein. Wie komme ich da rein? Er wird sich hier noch zeigen. Ah, das ist wieder so ein... Nein. Komm, nee. Scheiße. Und ein fliegender Cooper. Ja, muss wohl so sein. So, hoch damit. Nein, das war scheiße. Das war einfach nur scheiße gerade. So, wie mache ich das jetzt? Nehme ich diesen Hamm? Nein, zurück. Das Kartenrad. Jetzt bekomme ich den Cooper ja wieder nicht runter. Brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht. Brauche ich alles nicht. Zuerst den Hammer hier. Das Timing eigentlich zu halten ist relativ einfach. Die Stachikarte. Ach komm. Im Prinzip ja. Ist nicht schlimm. Ich brauche das Zeug sowieso. So. Der ist aber auch gleich weg, wenn ich es richtig mache. Tja, klappt doch. So, jetzt gehen wir mal durch dieses Rohr hier. Oder auf dieses Rohr hinauf. Ne, ausschneiden kann man nichts. So, hier ist alles wieder... Hier wurde die ganze Farbe wieder geklaut. Man sollte einfach auch treffen, wenn man was färben will. Ganz ehrlich. Bin ich runtergefallen? Okay. Was bringt mir das jetzt hier? Hier ist doch gar nichts. Nee, hier ist nichts irgendwie entfärbt worden. Okay. Einfach nur ein Gag oder was? Man weiß es nicht. Feuerhammerkarte. Oh, das ist ein Stapel. Das habe ich gesehen.
mindestens zwei oder drei Stück. Zwei Stapel sogar. Da habe ich die perfekte Karte dafür. Schade, dass kein dritter dabei ist. Und Nummer 1 ist weg. Und Nummer 2 ist weg. Boah, hier geht's ordentlich. Achso, wenn ich das hier eingestampft habe, dann ist unten vielleicht irgendwas. Ah, okay, verstanden. Ja, super. Oh, ein Entfaltungsblock. Da kann doch ein Entfaltungszeichen nicht weit sein. Schauen wir mal. Schauen wir uns doch mal genauer um. Okay. Ja, reicht. Easy. Geil. Da habe ich Karmic gesehen. Das war doch ein Karmic. Was will das Gesindel wieder hier? Okay, hier ist eine Tür. Ich konnte nicht mal was dagegen tun. Ah, Mario. Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet du dich hier herumtreibst? Zu gern würde ich ein wenig verweilen und mich persönlich um deinen Untergang kümmern, aber ich werde anderswo gebraucht. Nichtsdestotrotz soll es mir eine Freude sein, dir mit einer Kostprobe meiner Magie den Tag zu versüßen. Habe ich eigentlich... Was macht denn der? Zeit für etwas Magie. Das ist auf dem Gamepad unten. Der hat alle meine Karten verwandelt in Schuhe. Und ich kann auch nicht fliehen, weil der den Button kaputt gemacht hat. Ist das ein Arschloch? So, jetzt kommt das hier gleich nochmal. Ach nee, doch nicht. Und lieber schnell angreifen, bevor sich Sanders überlegt wieder. Und noch eine größere Scheiße verzaubert. Fluch gebrochen, bekommt man ziemlich gute Münzen. Ja, lasse ich mir gefallen. Und da haben wir es wieder fast geupgradet. Ist doch geil. So, da wird es weitergehen, aber wir gehen jetzt hier runter zur Tür. Gut. Okay, die ersten zwei waren Zufall, das dritte war natürlich... Okay, was ist denn das hier? Kartenpaarhammer. Kammer. Schlage mit dem Hammer eine Karte, um sie umzudrehen. Finde alle Paare, bevor die Zeit abläuft. Okay. Das gab es in den alten Spielen auch, oder? Minus 10. Hammer, roter Hammer? Nee. Ach Blödsinn, der war doch hier. Auf das Minus 10 musste ich nur unbedingt drauf schauen. Achso, ich habe die Karten auch bekommen, was ich jetzt gerade so sehe. Ja, soll mir recht sein. So, dann geht's hier weiter. Oh, da drüben ist ein Stern. Super. Und da ist ein riesen Toad auch noch drüben. Das sind sogar zwei Sterne. Halt beide, meine ich.
Es war irgendwie klar. Also eh nur einer. Ist mir gerade auch wurscht. Weg mit dem. Wofür haben wir hier noch einen? Gut. Dann haben wir hier rauf. Das müsste das Gitter dann hier sein, vermutlich. Nein, ist es nicht. Also muss ich auch nicht mehr weg. Ich dachte, der kann das Gitter wegmachen und dann kann ich zum roten Stern darüber. Ja, zum roten. Vermutlich komme ich jetzt genau nicht dorthin, wo ich... Ach doch. Da wollte ich eh hin. Nee, oder? Ach Gott, ich muss es... Oh, ein Entfaltungszeichen. Ja, ein Entfaltungszeichen. Das hast du gut erkannt. Ja gut, das holen wir uns schnell. Was auch immer dann entfaltet wird, was ich brauche. So sieht Mario richtig cool aus. So, entfalte dich mal. Ein Rohr. Ach so. Mit dem rede ich nicht. Soll der unheimlich gelbe Tod uns etwa weiter so anstarren? Achso, ansprechen. Ho, ho. Gut gemacht, Mario. Ich bin der weiße Tod vom Narzissengipfel. Wow, kleiner Scherz. Ich bin ein ganz normaler Tod. Tut mir leid, dass ich euch veralbert habe. Aber ich musste mich abregieren. Ich kaufe die teure Kraxerlaubnis, schleppe ich hier hoch und nix. Aber immerhin habe ich so einen kleinen Verabstand gesehen. Und die Aussicht entschädigt einen für alles. Muss ich schon sagen. Naja, ich sag mal tschö mit Ö. Heißt das, es gibt gar keinen weißen Tod? Ich sehe rot. Wir wurden veräppelt. Dem Todwächter zählen wir etwas, Mario. Nachdem wir uns den kleinen Farbstein geholt haben, versteht sich. Jetzt kommen wir nachher nochmal hoch, um zu sehen, ob wir den anderen auch noch irgendwie bekommen. Kann ja sein. Heißt das jetzt, wenn es ein anderer Weg ist, dass da irgendwie einen Hintereingang gibt jetzt? Nicht, oder?